Für den Wirtschaftsbeirat Bayern ist Leitmotto, ist Maßstab die soziale Marktwirtschaft. Wir fanden, dass in der Nachkriegszeit Ludwig Erhard das Richtige angestoßen hat, Wohlstand für alle. Und wir sind zutiefst überzeugt davon, dass auch für die großen Herausforderungen, vor denen unser Land jetzt steht, nämlich den Klimawandel zu bewältigen, die Globalisierung so zu gestalten, dass unsere Unternehmen hier auch Freiräume haben und sich im Wettbewerb behaupten können, die Digitalisierung voranzutreiben. Wir glauben, auch für diese großen Herausforderungen muss die soziale Marktwirtschaft hier unser Maßstab sein. Wo steht die Union zu dem Thema Freiheit des Marktes und Staatsinterventionismus? Also die Antwort ist ja eigentlich klar, ein starker Staat, der kann nie Selbstzweck sein, sondern ein starker Staat hat die Aufgabe, die Grundprinzipien einer freiheitlichen Gesellschaft und unserer sozialen Marktwirtschaft durchzusetzen. Das heißt, er muss im Großen stark sein, aber eben nicht im Kleinen die Menschen, die Unternehmer nicht erdrücken. Und ich glaube, weil Angelika Niebler gerade von der Richtungsentscheidung gesprochen hat, das ist die erste Richtungsentscheidung. Was haben wir für ein Staatsverständnis und wie steht es im Verhältnis zur Wirtschaft? Hans Hammer hat es gerade angesprochen. Wir hatten exorbitante Krisen in den letzten 16 Jahren mit Angela Merkel durchgestanden. Und ich würde sagen, wir haben sie in Deutschland besser durchgestanden als die meisten anderen Länder auf dieser Welt. Aus der Finanzkrise haben wir uns mit einer Wachstumsdekade aus dem damaligen Schuldenberg wieder herausgewachsen. Wir haben am Ende dieser Dekade die Maastricht-Kriterien wieder erfüllt in Deutschland. Und jetzt bei Corona, ich würde sagen, wir haben alles getan, was notwendig ist, um betroffene Sektoren, die Gastronomie, die Hotellerie, der Messebau, viele Handwerker, kleine Unternehmen, aber auch große, ich denke an den Luftfahrtsbereich, notwendigerweise unterstützt. Das ging aber nur, weil wir davor gut gewirtschaftet haben. Und jetzt kommt die Richtungsentscheidung, die Weiche. Wie kommen wir aus der Corona-Krise raus? Da liegen zwei Rezepte am Tisch. Das eine heißt, wir brauchen weiterhin mehr Staat. Dazu brauchen wir mehr Geld, das heißt mehr Steuern und in einer Kombination mit mehr Schulden. Dieser Weg ist aus unserer Sicht grundfalsch. Wir brauchen definitiv nicht noch mehr Staat. Wir brauchen an manchen Stellen vielleicht einen besseren, einfacheren, moderneren, flexibleren Staat, aber jedenfalls nicht noch mehr Staat. Deswegen klar festgeschrieben bei uns auch die entsprechende Sozialabgabenquote zum Beispiel zu deckeln bei 40%. Und wir wollen alles dafür tun, dass wir mit Schwung rauskommen. Deswegen sagen wir entlasten statt belasten. Das ist ja auch der Titel eurer Veranstaltung hier. Wie positioniert sich Deutschland künftig in der Welt? Ja, welche Rolle nehmen wir in der Europäischen Union ein? Wie stellen wir uns da auf? Überhaupt nicht beleuchtet worden. Und ich würde gerne die Gelegenheit heute auch in dieser Runde noch mal nutzen. Komme gerade auch aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind auch aus anderen Ländern unwahrscheinlich interessiert zu wissen, was tut sich denn da in Deutschland, ja, und wie stellt sich Deutschland neu auf. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auch auf die Frage, wie es in Europa weitergeht. Also wer die Janine Wissler von der Linkspartei hört, die macht ja gar keinen Hehl draus. Die sagt, wenn sie was zu sagen hätte, dann wird die NATO aufgelöst, also dann würde Deutschland austreten, dann brauchen wir im Grunde gar keine Bundeswehr mehr. Und Vergemeinschaftung, Vergesellschaftung von Unternehmen ist eigentlich auch ein guter Weg. Also da gibt es eine fundamental andere Vorstellung von Wirtschaftsordnung, von außenpolitischer Verantwortung unseres Landes. Und deswegen sagen wir, ein Linksbündnis für Deutschland wäre eine absolute Katastrophe, würde Deutschland auch international in die Isolation führen. Und ich glaube schon, auch mit Blick auf die Sturzfluten, mit Blick auf die Überschwemmungen, die wir jetzt gerade im Sommer wieder gesehen haben. Es ist schon eine der ganz, ganz großen Herausforderungen für unsere Generation, auch dafür Sorge zu tragen, dass wir den Klimawandel bewältigen können. Und da gibt es auch unterschiedliche Konzepte, da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben im Wirtschaftsbeirat Bayern uns sehr, sehr intensiv über viele Jahre, wenn ich das sagen darf, mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, vor allen Dingen auch mit den Energiefragen. Ja, und möchte es jetzt einfach mal weitergeben. Der Wirtschaftsbeirat Bayern steht dazu, dass wir die Klimaneutralität erreichen müssen.
Jetzt kennen alle die Beschlüsse auf europäischer Ebene bis 2050. Deutschland hat ja noch jetzt vor kurzem beschlossen, da ambitionierter vorzugehen. 2045 ist das Ziel, klimaneutral zu werden. Das, was uns im Wirtschaftsbeirat Bayern extrem umtreibt, ist die Frage erstens, woher kommt der Strom? Ja? Wir stellen fest, wir laufen in eine Stromlücke mit sehendem Auge hinein, ja, und stellen auf der anderen Seite fest, wie schwierig es ist, erneuerbare Energien auszubauen, ja, Widerstände ohne Ende vor Ort und Stromtrassen zu verlegen, genauso problematisch. Ja, siehe Nordlink, Nord-Südlink ist ja noch nicht so viel gebaut, wie man eigentlich erwartet hätte. Also Stromlücke-Thema, wo kommt der Strom her, großes Thema, und unsere Betriebe, gerade aus der Produktion heraus, sind natürlich in höchster Sorge, dass wir, was den Strompreis anbelangt, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das betrifft übrigens jeden Einzelnen von uns auch. Auch unsere Bürgerinnen und Bürger haben ja Sorge, dass das Heizen und das Autofahren und alles teurer wird. Also konkrete Frage nochmal, was ist das Modell auch von der Union, um die Stromlücke zu schließen? Ja? Und wie schaffen wir es, dass wir hier einen Strompreis haben, den die Menschen draußen bezahlen können und der unseren Unternehmen sichert, dass wir da eben auch entsprechend wettbewerbsfähig international bleiben? Die Antwort ist so einfach wie dennoch kompliziert. Was nicht funktioniert, ist abschalten, ohne dass wir was anderes anschalten. Ist ja klar. Dann habe ich Stromlücke, von der du gerade gesprochen hast. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir, wenn wir jetzt über den Energiesektor reden, dass wir natürlich beim Zubau der Erneuerbaren deutlich zulegen. Wir hatten gute Jahre für die erneuerbaren Energien. Da ist vieles sehr marktreif geworden. Jetzt sind wir hier beim Wirtschaftsbeirat Bayern. Da dürfen wir auch stolz sein, was wir in Bayern erreicht haben. Sonnenland Nummer 1, bei der Biomasse stehen wir toll da, bei der Wasserkraft seit jeher, bei der Geothermie. Egal, wohin ich schaue, alleine bis beim Wind, bis auf den Wind, da gibt es halt insgesamt ein Südthema. Wir haben nicht die Windhöfigkeit wie der Norden. Und immer noch sehen wir, dass man trotzdem noch eine Schippe drauflegen kann. Auch der Bund hat bei der Novelle des EEG jetzt nochmal was draufgelegt. Also mehr Schub für die Erneuerbaren, aber eben auch mehr Schub für den Ausbau der Netze. Denn ohne Netze wird es nicht gehen. Haben wir die Chance, wenn die Union führend in der Bundesregierung ist, dass wir bis zur nächsten Bundestagswahl 2025 dann auch flächendeckend einen digitalisierten Staat haben? Mit den ganzen Leistungen, die du jetzt so skizziert hast? Also das ist schon unser Anspruch in Bayern, dass wir das hier machen, dass jede Verwaltungsdienstleistung, die digitalisiert werden kann, auch tatsächlich digitalisiert wird. Und in diesem Zeitraum auch zur Verfügung steht. Das ist ehrlich gesagt auch mein eigener Anspruch an den Staat. Das kann nicht sein, dass es in der Wirtschaft funktioniert, aber beim Staat nicht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Angelika, wir haben das gesehen im Schulbereich, wenn es sein muss, dann bewegt sich das Ding ja doch. Und in der Selbstverständlichkeit, wie am Ende von Corona dann Homeschooling tatsächlich stattgefunden hat, mit Videoconferencing, war ja undenkbar. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir auch nie gedacht, dass wir im Wirtschaftsbeirat in dieser vertrauten, aber eben virtuellen Runde zusammensitzen. Also die letzten 2 Jahre haben gezeigt, welche Kräfte freizusetzen sind, wenn etwas sein muss. Und vielleicht schaffen wir das jetzt auch, wenn das Gefühl, dass es unbedingt sein muss, ein bisschen schwächer wird und wir es trotzdem unbedingt machen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Das brauche ich hier im Wirtschaftsbeirat nicht sagen. Das weiß ja jeder. Das steht wahrscheinlich bei euch sogar in der Satzung drin. Ja. Der Staat ist aber auch nicht der Staat ist aber auch nicht der bessere Programmierer. Und deswegen ist doch ganz klar, wenn ich versuche, das als Staat, so eine Bildungsplattform oder sowas selber zu stricken, na, dann schaut es halt auch so aus. Und wenn es halt so ausschaut, dann wird es halt auch so genutzt, nämlich so mittelstark. Und das ist der Grund, warum wir dann auch zulassen müssen, und das ist ja auch ein eigener Ansatz, Open Data, Open Government, dass man vielleicht Zielsetzungen formuliert, Daten offen bereitstellt, aber dann in einem Wettbewerb auch die besten Lösungen privat entstehen lässt. Ich glaube, das ist der richtige Weg und nicht zu glauben, dass der Staat auch an der Stelle wiederum alles alleine machen muss. Wer ans Eigentum geht, der gefährdet bei uns die wirtschaftliche Substanz. Und deswegen klares Bekenntnis zum Eigentum.